Ja, Putin will sich die besetzten Teile der Ukraine unter den Nagel reißen. Das haben wir heute Morgen von ihm gehört. Es soll sogenannte Referenden geben, also Abstimmungen in den besetzten Gebieten. Und wir wollen uns das mal auf der Karte ganz genau ansehen. Was plant Putin dort also ganz genau? Laut Moskau, und das ist natürlich in Moskau geplant, auch wenn es von den jeweiligen Marionetten angekündigt wurde, soll es 3 Referenden geben. Eine hier unten im Bereich Cherson in der Region. Und wir sehen hier auch, dass Teile von Mykolaiv besetzt sind. Da haben wir heute Morgen gerade gehört, auch Mykolaiv, die Ukrainer etwa 10.000 dort unter russischer Kontrolle stehen, sollen hier mit abstimmen. Hier haben wir in der Region Donetsk ein weiteres Referendum und ein drittes Referendum in der Region Luhansk. Wie diese Referenden ausgehen, ist völlig klar. Das hat das russische Staatsfernsehen heute Morgen schon gesagt. Alle 3 Regionen werden sich Russland anschließen, werden also für Russland stimmen. Das ist also eigentlich ja, eine rein technische Frage, das nochmal durchzuführen. Die Propaganda hat längst entschieden und Moskau hat längst entschieden, wie das ausgeht. Fraglich ist noch, was mit Saporischschja wird. Das ist eine ziemlich große Region hier und auch die letzten Teile in Kharkiv, die unter russischer Kontrolle stehen. Dort soll es erstmal keine Referenden geben, sondern man sagt, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht. Aber diese 3 Regionen sollen darüber abstimmen, dass sie Russland angehören. Und wir haben schon gehört natürlich von den Russen, sie werden auch dafür abstimmen. Dieses Ergebnis ist gar nicht fraglich, weil man es eh schon sozusagen beschrieben hat in Moskau und dann eben Teil Russlands werden, auch direkt danach. Wir haben das von der Krim von 2015 noch in Erinnerung. Das hat also keine 48 Stunden gedauert zwischen diesem Fake-Referendum, was damals hier abgehalten wurde, und eben der Duma, die dann in einer Diktatur ganz normal innerhalb von Stunden abgestimmt hat darüber, dass das auch zum Teil von Russland jetzt wird. Warum funktioniert das alles überhaupt nicht? Ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Hier neue Aufnahmen aus dem Osten des Landes. Das sieht erstmal gar nicht spektakulär aus. Ukrainische Soldaten, die hier durchgehen. Darüber steht Belogorovka Nascha, also Belogorovka gehört uns. Aber das Besondere ist, dass Belogorovka oder Bilahurivka auf Ukrainisch die erste Stadt ist in der Region Luhansk, die seit dem 3. Juli wieder unter ukrainischer Kontrolle ist. Das heißt, während Putin erzählt, dass hier alles bald russisch sein wird, dringt die Ukraine genau in diese Gegenden vor, die er eben als russisch oder als Volksrepubliken bislang charakterisiert hat. Und das ist eben ganz spannend. Wir schauen uns das Ganze auch mal kurz auf der Karte an im Osten des Landes und sehen, dass jetzt hier in der Region Luhansk, das hier Luhansk, eine sehr große Region ganz im Osten des Landes, hier haben wir den ersten kleinen Schnipsel, der wieder seit dem 3. Juli stand alles unter russischer Kontrolle, der jetzt seit 3 Tagen wieder unter ukrainischer Kontrolle steht. Das ist also der erste Vorstoß der Ukrainer dahin. Das heißt, Putin kann in keiner einzigen Region auch nur sagen, ja, die ist ja komplett unter unserer Kontrolle, deshalb stimmen wir da auch komplett ab, sondern sämtliche Regionen werden umkämpft und in sämtlichen Regionen dringt die ukrainische Armee aktuell weiter vor. Was wir auch von Putin heute gehört haben, ist diese Teilmobilisierung. 300.000 Mann sollen mobilisiert werden. Die Frage ist, mit was? Und wir schauen uns mal die Bilder aus Izium an. Russland hat allein beim Abzug aus Izium, aus der Region Kharkiv und Izium, 300 Militärfahrzeuge dort einfach zurückgelassen und verloren. Das heißt, es ist völlig fraglich, womit denn diese neuen mobilisierten Leute kämpfen sollen. Russland hat nichts mehr. Russland hat keine Panzer mehr. Russland hat keine bewaffneten Fahrzeuge mehr. Wir sehen in den letzten Wochen, haben es immer wieder thematisiert, dass mittlerweile aus den 50ern gebaute Panzer, T-62 zum Beispiel, in die Ukraine gebracht werden. Und wir wissen auch, dass Russland seine Exporte von Panzern Richtung Algerien und Indien zum Beispiel eingestellt hat, um eben diese Exportpanzer, die eigentlich für ganz woanders gedacht waren, eben doch in der Ukraine einzusetzen. Mit anderen Worten, die Panzer werden immer älter und immer notfallmäßiger beschafft, weil Russland eben so viel verliert in der Ukraine. Und die große Frage ist wirklich, was will man denn hier machen? Wie will man denn die Leute da hinschicken? Einfach nur mit einem Gewehr in der Hand? So sieht es fast aus, denn neue gepanzerte Verbände hat Russland nicht mehr im Einsatz und kann sie nicht mehr dazu packen. Wir haben jetzt gesagt, wie schwach Russland ist. Trotzdem müssen wir sagen, dass das Land weiterhin eine massive Militärmacht in der Ukraine hat. Und das sind Bilder einer russischen Drohne aus Pravdyne, auch in der Region Cherson. Und wir sehen hier einen ukrainischen Gegenangriff am 16. und 17. Wir sehen hier die ganzen gepanzerten Fahrzeuge, 1, 2, 3, 4, 5, die sich hier lang entwickeln. Und das war einer der Angriffe, wo die Ukraine auch versucht hat, hier ein Dorf zurückzuerobern, ein weiteres in Cherson, und wurde dabei aber schrecklich von der russischen Artillerie aufgehalten und es sind auch viele Fahrzeuge dabei verloren gegangen. Das heißt, Putin, ja, er tut so, als hätte er hier die Macht und vieles davon ist Schein, weil wir haben es gesagt, er kommt kaum noch weiter, während wir hier die zerstörten ukrainischen Fahrzeuge sehen. Dennoch bleibt Russland eine massive Bedrohung auch in der Ukraine und sorgt hier weiterhin jeden Tag für Tod und Verderben unter ukrainischen Zivilisten und auch Soldaten.